Morgen zum Aussteigerkanal. Hey Söcki, was hast denn du da? Ja. Weil du blind bist, muss Mami immer alle Ratten fangen hier, ne? Miau, ja miau. Du machst es ja nicht. Ja, Zora. Zora hat jetzt 3 Sekunden gebraucht, die mit den Augen, um zu kapieren, die Ratte kann nicht weg, ist langweilig und sie kommt nicht ran. Meine Blinde, die sitzt ja schon seit einer Stunde und ist ganz fasziniert von diesem Ding in diesem Käfig. Ne, Socki. Socki Liese. Ja, Socki Liese, ja. Dass du auch mal eine Ratte siehst. Ach nee, du siehst sie ja nicht. Du hörst sie ja nur. Ja, leider, ne, und siehst sie. Ja, da kommt man nicht ran, ne? Man kommt nicht ran. Ja, die Ratte tut mir ein bisschen leid, aber... Ja, bei mir sind die Bäume schon wieder so über mein Dach gewachsen, hier hinten. Das kann ich euch ja mal zeigen. Dass hier und da manchmal eine Ratte herüberkommt. Es geht um diese Bäume hier rum. Ja, und da ist mein Dach. Und normalerweise sind die eben hinterm Zaun und hinterm Zaun auf, sodass die Ratten nicht über die Bäume aufs Dach kommen. Weil das tun sie. Sie können natürlich auch unten durch, wenn sie wollen. Das tun sie aber nicht, weil das ist ihnen zu gefährlich. Sie kommen, hüpfen nur von, habe ich selber gesehen, von den Bäumen aufs Dach. Ne? Das heißt, das muss wieder mal ein bisschen zurückgeschnitten werden. Ist ja extrem gewachsen. Mein Dach ist schon fast verschwunden. Ne? Genau, ich glaube, da habe ich vor 3 Jahren das letzte Mal dran rumgeschnitten. Und ich habe eh immer so eine Lebendfalle gespannt irgendwo, damit ich sehe, ob ich Ratten habe. Und das ist jetzt die erste Mal wieder. Und die werde ich jetzt hier ein paar Kilometer von hier, also mehr wie 2 sollten es sein, ne, Socki? Ja, die müssen wir aussetzen, ne, Schatz? Ja, die müssen wir aussetzen, ne? Da setzen wir die aus, die ist noch nicht alt, die ist ja vielleicht ein paar Wochen alt, diese Ratte, oder weniger, ganz jung. Ne, und wie die Öhrchen zappeln hier, guck mal. Hey, Ratti. Ui. Ja, da musst du jetzt durch. Nicht mit deinen Pfoten in den Käfig runter. Ja, so. Ja. Also, ich habe jetzt endlich diese Schneideaktion vorgenommen. Es sieht jetzt ein bisschen radikal aus, aber das musste sein. Ich habe schon extra nachgeschaut, ob man mich von außen sieht, aber man sieht mich nicht. Meine Kiste ist immer noch versteckt. Es musste sein. Jetzt sieht es so aus. Das heißt, die Ratten können nicht mehr von dem Baum aufs Dach. Außer diese Pflanze wird irgendwann mal so dicht. Dann können die dann da drauf springen und dann wieder aufs Dach. Aber ansonsten, meine Falle ist leer geblieben. Kein Mensch will mehr mein Brokkoli, da hätten sie sich früher für geschlagen. Sind da schauen, dass ich den vielleicht ein bisschen begrenze. Und das Zeug wächst wie Hulle hier, ne? Und ja, das ist toll, weil jetzt habe ich auch wieder Fernsehempfang, weil ich ja hier auch eine Schüssel habe. Ist zwar nicht ganz so wichtig, aber ist doch manchmal schön zu sehen, was in der Welt passiert. Ne? Okay, das war eine ganz schöne Action. Also, um euch das mal zu zeigen, ne? Wie fleißig ich wieder war. Das ist echt unglaublich. Ich muss da auch noch 2, 3 größere Trümmerbäume rausholen, weil die konnte ich noch gar nicht rausholen. Mache ich dann, wenn ich ein bisschen Hilfe habe. Alleine ist das manchmal alles ziemlich schwer. Aber immerhin, ne, bin ich jetzt hoffentlich rattenfrei und mit Fernsehempfang, ne, Louis? Ja, genau. Sag mal was, ne, Schatz? Ja, ich bin Boy, ne, ich bin Boy. Ja, dann verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Mal. Ja.